So, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within Teil 2. Ich bin der Baume, wir sind live auf Twitch, das sind die da. Und wir haben total abgefahrenes, krasses, neues, super geiles, durchgetestetes und absolut abgefahrenes Feature am Start, das ich nicht verraten will. So. die Katze nervt echt, ne? Ein bisschen nervt sie ja schon. Trotzdem will ich mich erstmal an die Werkbank schmeißen, gucken, ob wir noch was basteln können. Ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr, was wir das letzte Mal alles so gemacht haben. Wir haben keine Waffenteile. Nur das ist gut. Dann haben wir anscheinend schon alles erledigt. Haben wir hier noch was gebastelt? Ich kann Schrotmunition bauen. Da mache ich mir mal 3 Schuss. Haben wir nicht noch... Wir haben doch mehr Muni gelevelt, ne? Okay, dann machen wir ein Magazin Schrot und ein Magazin Pistole und ein Magazin Rauchbolzen. Ne, Rauchbolzen haben wir einen. Harpunenbolzen. Können wir uns ein paar basteln? Ne, nur einen. Na gut. Spritzen haben wir. Das ist cool. Okay. Was sagt das Inventar? Fortsetzen will gelernt sein. Sandwirbel ist schon wieder am Clips machen bis zum Umfallen. Das ist schön. So, und wenn ich das richtig eingestellt habe, wenn da jetzt alle wie wild auf den Clip raufklicken, dann sollte der unterm Stream als beliebtester Clip dann hochploppen, aber ich bin mir nicht sicher. Und Silberdon sagt Hallo YouTube, als einziger. Vesturo sagt YouTube stinkt, als einziger. Ich sehe, Sie brauchen wieder meine Dienste. Ja, ich würde gerne mal gucken. Habe ich noch einen Schlüssel? Tatjana, habe ich noch einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel, okay. Ich wäre echt gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir hier auf dem Monitor voten können. So. Das wäre cool. Voten dann bestimmt alle für die Türen, die eh schon offen sind. Sandwirbel kann wieder klippen. Ich glaube, Sandwirbel hatte zu viel geklippt, ja. Man darf nur 7000 Clips im Monat machen. Und deshalb hat sie jetzt eine Sperre gekriegt. So, List, was haben wir denn hier? Ich kann um Ecken herum Angriffe ausführen, okay. Das hier wäre auch ziemlich cool, wir haben nur noch grünes, wir haben nur noch 100, das ist scheiße. Okay, wir haben auch schon alles gelevelt, sehr gut. Da hat der Baum nochmal ordentlich die Kohle rausgeballert. Damit ich mich denn hier, der Vergangenheitsbaumer hat sich also einen Spaß beim Tüfteln gemacht, während der Zukunftsbaumer, also ich jetzt, sich dann gleich wieder ins Getümmel stürzen darf, ohne Munition, ohne alles, ganz toll. Ich habe mir gedacht, das ist ziemlich cool, die Nahkampfangriffe mal zu leveln. Weil die verbrauchen nämlich keine Munition. Das ist clever. Davon haben wir unendlich. Und wenn das Messer dann ein bisschen mehr Schaden macht, vielleicht kriegen wir damit ein paar von den Kleinen weggemetzelt. Und dann musst du nicht immer so viel Pistolenmunition basteln, weißt. Ich glaube, das ist clever. Ich glaube, das ist gut. Das machen wir so. Ich gehe trotzdem wieder zurück. Keine Ladezeiten, kein gar nichts. Das ist so cool. So. Wir haben die hier. Also eigentlich können wir hier mal nachladen. 4. So, da können wir auch mal nachladen. 7. Da können wir eigentlich auch mal nachladen. Ein Rauchbolzen. Elektro und Pfeil. So. Und was haben wir da? Da haben wir die. Die brauchen wir nicht. Also nur ganz selten. Also eigentlich sind die doof. Gut. Gut. Ich fühle mich gut. Kaffee ist noch am Kochen. Da haben wir da noch so einen Computer stehen. Da gehe ich jetzt mal rein. Also. Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Wie krass. Das habe ich ja noch nie erlebt. Dass irgendwer seinen PC sichert. Ist hier hinten noch was? Wir kommen hier gar nicht durch, weil es so zugemüllt ist. Okay. Baum, in dem Spiel gibt es keinen Zweihänder, das ist nicht Dark Souls. Ja, aber es ist immerhin ein Messer, Eevee. Und Messer verbrauchen keine Munition, da bin ich mir ziemlich sicher. Messer müssen auch nicht nachladen und so weiter. Messer hat nur Vorteile. Also wenn wir das Messer noch ein bisschen besser machen, weil Messer reimt sich schon auf besser, das sind alles Hinweise, die darf ich nicht ignorieren. What? Was hatten die Baume? Totok, was ist los? Richtig überrascht, es tut mir leid.
Setz dich erstmal wieder hin. Alles gut, alles gut. Nimm die Hand runter. Steck den Knüppel weg. Alles gut, ich bin's doch. So, da vorne liegen ein paar Hackfressen. Die müssen wir jetzt fertig machen. Mal gucken, ob wir das Step by Step hinkriegen. Vielleicht kann ich auf die drauf treten. Das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, die werden mich direkt anfallen. Oh, warte mal. Wenn die mich anfallen, dann kann ich einfach wegrennen. Ich bin voll mutig, ne? Was ich schon für Pläne spinne, die Wegrennen beinhalten. So, und dann kann ich nämlich hier mal eine Falle platzieren. Das wird bestimmt witzig. Das sieht jetzt schon lustig aus. Oder vielleicht kann ich die... Ich will erstmal nah ran und gucken, ob man hier irgendwie so einen Stealth-Kill draus machen kann, weil die leben garantiert noch. Die leben doch garantiert noch. Nee? Nee. Nee? Echt nicht? Dein Ernst? Das ist ja verrückt. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich weiß noch, wie wir in der letzten Folge einen riesen Bogen um die drumrum gemacht haben, weil ich so einen Schiss hatte. Weil ich mir sicher war, dass die nochmal aufstehen. Tun sie nicht. Aber das Vieh da hinten ist nach wie vor gruselig. Das gehe ich mir jetzt mal angucken. Nee, was machen wir denn jetzt überhaupt? Die Auswahl ist so groß. Ich bin hier hin und dann hatte ich einfach nur noch Angst. So, die Abtrünnigen. Da hinten ist... Wir holen uns erstmal das Präzisionsgewehr, würde ich sagen. Genau. Also die Ersatzteile, damit wir uns was basteln können. Das ist am weitesten weg. Und auf dem Weg dahin können wir vielleicht noch ein paar Sachen looten oder so. Ja, vielleicht ist ja hier was drin. Kawabanga. Nee, da ist nichts drin. Ivy, was ist los? Klar, aber ich spoiler nicht oder so. Das Spiel lebt davon, etwas zu entdecken und rauszufinden. Darf ich fragen, was er sonst noch so streamt, außer The Evil Within 2? Also momentan eigentlich nur The Evil Within 2. Ich hatte eine sehr lange Pause und sehr lange Pausen zwischen den Pausen und ich bin gerade wieder so in einem Selbstfindungstrip gelandet und muss mal gucken, wo es lang geht. Aber wahrscheinlich dann doch wieder mehr so... Sind eigentlich ein paar gute Horrorgames in letzter Zeit rausgekommen? Ich mag eigentlich gute Horrorgames. Das Problem ist, es gibt sehr, sehr viele Horrorgames und die meisten davon sind schlecht. So. Und deshalb habe ich mit dem Thema Horrorgames irgendwann einfach mal abgehakt. Was haben wir noch? South Park, The Fractured Butthole, ist da irgendwo noch in der Pipeline. Das will ich noch zu Ende bringen. Aber ich glaube, das ist mehr sowas für... Ja, wenn ich schon irgendwie... müde und im Arsch bin und keinen Bock mehr auf was Vernünftiges habe, dann kann man immer noch South Park spielen. Kannst du da drüber klettern? Nee. Und irgendwann, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, will ich nochmal die Telltale Games von Batman spielen. Alter, ich sehe einen Scheiß. Was ist denn hier los? Oh Gott, das ist noch so... Oh nein. Fuck. Eigentlich wollte ich um den doch einen Bogen machen. Jetzt gibt es von dem noch einen zweiten? Hallo? Ja, man hat's nicht leicht, yeah. Okay. Das sind definitiv mehrere. Es leidet. Wollen wir es erlösen? Du kannst die Fallen auch auslösen, aber ich bin extra in den Kommentaren heute geschrieben, hinter dir, bla bla bla. Das werde ich noch merken, Ivy. Jetzt ist der Kommentar gerade oben rausgescrollt, ich habe es zu spät gelesen. Trotzdem, das Vieh werde ich jetzt umkloppen. Das klingt so, als würde es sich sogar darüber freuen, wenn wir es töten. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Wechsel doch mal bitte das Ding. Danke. Ups. Oh, es lockt andere. Ich habe mich extra umgeschaut, ob ich woanders noch Viecher sehe. Oh Gott. Und das Stamina.
Ich habe extra umgeguckt, ob ich irgendwo noch was sehe. Oh Gott. Okay, also das ist jetzt an Hacken irgendwie scheiße. Dass wir selber auch nicht durchgucken können. Okay. Okay, also wir haben ja recht wenig Leben dafür verloren. Was fast viel trauriger ist, ist, dass wir Munition verloren haben. Aber das hat sich ja auch noch in Grenzen gehalten. Also erstmal die ganzen kleinen Viecher wegkloppen und dann zum Schluss den großen. Ich glaube, das ist eine gute Taktik an dieser Stelle. Holy shit, jetzt habe ich auch einen Schreck gekriegt. Ich habe jetzt Pizza, Silberdon, ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Spiel hier noch nebenbei was zu essen. Das wird sicherlich sehr unterhaltsam. Oh Gott, die Geräusche, die machen, die klingen so leidend. So, Mops, Mops. Und Hepp. Oh. Hallo. Okay, vielleicht können wir ein bisschen um die Ecke schießen. Da gab es auch diesen Film, wo die Pistole so drehen und dann die Kugeln quasi anschnibbeln. Mit nur einer Hand, Sebastian, ist so cool. Okay, gehen wir wieder ein Stück weg. Die kommt jetzt sicherlich hier hin und guckt, was das war. Und dann können wir es nochmal probieren. Ja, wackel nicht so, wackel nicht so. Wackel, jetzt. Hehehehe. Sehr gut. Guter Baumel. Seht ihr eigentlich was? Muss ich den Gamma-Wert vielleicht ein bisschen höher drehen? Mein Kontrollmonitor ist einfach nur eine große schwarze Masse, aber mein Kontrollmonitor ist auch von sehr beschissener Qualität. Nicht Sinn und Zweck eines Kontrollmonitors. Magst du mal bitte Darksiders 2 Let's Play machen? Concha, jetzt fängst du auch schon damit an. Der Kuro wünscht sich das schon ganz doll. Nee, Eevee. Die Chance, dass ich nochmal das Batman-Zeug spiele, sind etwa so hoch wie die, dass Kiwi The Tomb Raider zockt. Ich glaube, die ist doch noch ein klein wenig höher. Ich dachte, hier liegt ein Item, dabei ist nur eine Lampe. Scheiße. Das sind alles hier solche Gesichtskrapfen, ey. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht lasst das Vieh auch einfach in Ruhe, oder? Man muss doch nicht alles killen. Ist doch ganz okay, wenn man ein paar von diesen armen Kreaturen... Nee, ich glaube, ich bringe wirklich lieber alle um. Kommt der jetzt hierher? Wir haben den Stealth-Kill, oder? Wir können jetzt aus der Deckung heraus killen. Das haben wir doch extra gelernt, oder? Wie er losläuft. Wie erst der Oberkörper in eine Richtung geht und dann die Beine langsam hinterher. Der ganze Körper funktioniert schlichtweg nicht. Ich überlege gerade, wenn wir es so machen, ne? Bubble-Schmatz-Zeug. Ich kann auch nicht mehr rennen. Ich habe keine Stamina, gar nichts. Holy shit. Oh, fuck. Okay. So viel zum Thema Munition und dass wir gern welche sparen würden. Scheiße. Es lacht uns aus, oder? Was tut es da?
Ey, die Sicht in der Hecke ist einfach mal zum Kotzen oder so. Fuck. Holy shit. Oh, ich guck's dir auch an. Es läuft, als hätte es permanent Schmerzen. Nee, lieber nicht. Lieber den da. Es hat mich schon wieder gesehen. Fuck. Gott, ist das gruselig, das Vieh. Die Geräusche, die es macht. Man ist sich nicht sicher, ob es vielleicht lacht. Könnte auch ein Huhn sein. Kack, 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 kack. Ich habe einen relativ starken Magen und so. Okay, Silverthorn. Wenn du die Flasche in die Hand nimmst und zielst, kannst du durch die Hecke durchschauen. Was ist denn das für ein krasser Skill? Kann ich das auch mit normalen Waffen? Oh! Ja, wow! Ey, was ist denn das? Oh, fuck, Alter, fuck. Ich will das Vieh jetzt umhauen, ne? Wir haben einmal damit angefangen. Ich kann mich jetzt hier nicht mehr so... nicht so lumpen lassen. Was ist denn das? Da ist ja ein Stolperdraht. Kann ich da vielleicht durchlocken? Ich weiß immer noch nicht, wo bei dem Ding oben und unten ist. Ich weiß nur, dass es anscheinend zwei Köpfe hat. Erst Batman. Darksiders 1 und 2 streame ich lieber selber. Das ist mal ein Wort. Kuro. Erlöse sie von ihren Schmerzen, baue mal ein für alle Mal. Ich würde ja gerne. Ich würde ja gerne. Oh ja, so Schiss. Gott, ey. Das ist viel eklig. Da denkst du, du hast schon alles gesehen. Oh, kann man das hier entschärfen? So, super. Ganz, ganz toll. Vielleicht ist auch so eine... irgendwie... Nee. Nee, nee, nee. Du kommst jetzt wirklich hierher, ne? So viel zum Schleichen. Lol, der Baum ist sehr effektiv. Stumpf. Mumpf. So. War ich das gerade, der das gemacht hat? Oder haucht mich von hinten was an? Ich bin so paranoid. Du da, komm mal her. Alter, wie eklig das Vieh halt ist. Ich bin hier voll unsichtbar, ne? Ich bin mega in Deckung. Ach, der Schrei zieht schon meine Stamina ab. Nicht mich ankotzen, du sollst da in die Falle reinrennen. Fuck, 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 fuck. Ist es jetzt tot? Kann ich vielleicht einen Melee-Angriff machen oder so? Nee, kann ich nicht. Oh, fuck. Schrot! Bist du tot? Jetzt musst du aber tot sein. Ich habe nämlich keine Muni mehr. Millie! Okay. Puls. Soweit ich weiß, neuer Rekord bei dem Spiel hier. Scheiße. Yay! Ein Tutorial wurde hinzugefügt.
Ölfässer oder was. Ich hätte das Vieh die ganze Zeit hier drin abfackeln können. Das klingt sehr geil. Soll ich das untersuchen? Mach's nicht ab, mach's nicht. Du sollst es untersuchen und nicht abmachen! Ich glaube, ich mache mir erstmal eine Gurken Balsamico Limo, weil das auch so eine grüne Farbe hat, oder wie? Du solltest die Kreischer nicht aus den Augen verlieren. Okay, okay. Scheiße, warum mache ich die Tür auf? Ich weiß doch, dass ich keine Muni habe. Gut, okay. Lassen wir das so. Aha, der steht da an dem Garagentor in Rammeldorf und innen dagegen. Das heißt, ich kann mich hier einfach von hinten anschleichen. Wenn ich gut bin. Da liegt hoffentlich nicht noch einer rum, ne? Und ganz sneaky, sneaky. Lalalalala. Bam! Ich habe vielleicht keine Munition, aber ich bin immer noch gefährlich. Lecker Hirn. Zack. Zack. Cool. Können wir wieder ein bisschen Munition basteln und so weiter. Alles cool. Was ist denn das da für ein Werkzeugköfferchen? Nägel. Oh. Diese langen Edelstahlnägel werden normalerweise auf dem Bau verwendet und eignen sich perfekt als Schrapnelle. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Der Schrapnellbolzen vielleicht? sollte hier nicht genau das Ersatzzeugs für die Sniper Rifle rumliegen? Teile für das Präzisionsgewehr. Ersatzteile für das Präzisionsgewehr, wenn es hier Teile gibt, muss es auch irgendwo ein Präzisionsgewehr geben. Mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können. Die haben wir doch schon. Die haben wir doch schon. So, das lief gut. Dann würde ich sagen, geht's jetzt wieder direkt zurück in den Unterschlupf. Und dann basteln wir uns mal ein Präzisionsgewehr. Kann ich das jetzt hacken? Nee. Was hat's jetzt hier mit dem... Warum mache ich mir hier gerade die Füße in Ölflecken schmutzig? Es hieß ja, es wurde ein Tutorial hinzugefügt. Ölfässer umtreten. Wenn du Ölfässer umtrittst, kann Öl auslaufen und sich über einen großen Bereich verteilen. No shit, das habe ich gesehen. So. Türen öffnen. Defekte Verteilerkästen, ganz, ganz tolle. Psst. Die Schotten dicht machen. Was ist denn das hier? Erinnerungsfragmente, okay. Psst. Baume, da ist eine Werkbank. Oh, habe ich die übersehen? Offensichtlich. Das hier ist doch... Das ist eine Werkbank. Oh. Ich dachte nämlich auch erst, hey, das sieht voll aus wie eine Werkbank, aber dann lag da das Zeug drauf und ich dachte, ach nee, ist nur ein Tisch, auf dem Zeug rumliegt. Nee, ist eine Werkbank, auf dem Zeug rumliegt. Gut, okay. Wo ist jetzt das Präzisionsgewehr? Ach so, ich baue das komplette Gewehr jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Dieses Gewehr ist dank des starken Fernrohrs auf große Entfernung äußerst präzise, wenn du dir die Hände nicht schmutzig machen willst. Okay. Und was für Munition kommt da rein? Die Schockbolzen waren recht praktisch. Der Rauchbolzen war auch gut. Ich glaube, ich werde mir erstmal ein paar von diesen Bolzen... Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Medikits bauen müssen. Und eine Ladung. Oh, ich kann nur eine bauen. Dann lieber vielleicht doch Pistolenmun? Zwei Schuss. Naja, dann lieber doch ein Schuss mit der Schrot. Das ist immer noch besser. Achso, und Waffen-Upgrades vielleicht noch. Warte nochmal. So. 25 Waffenteile haben wir. Wir könnten die Feuerkraft der Pistole, die haben wir schon erhöht. Okay. Ups, Entschuldigung, ich habe ein komisches Geräusch gemacht.
Die Feuerkraft der Schrot ist eigentlich ausreichend. Reloading, Feuerrate, das ist alles Wumpe. 5% mehr Feuerkraft, ja, für 90 Schrottteile. Das ist ein bisschen Quatsch. Die Harpunbolzen würde ich sehr gerne ausbauen, ist aber auch sehr teuer. Der Effekt greift auf mehrere Gegner in größere Entfernung. Das ist geil. Aber alles in allem haben wir ganz schön wenig Waffenteile für so einen Spaß. Na gut, dann lassen wir das mit dem Ausbauen erstmal. Du musst doch tot sein, hab keine Munition mehr. Sehr schöner Clipsandwirbel. Oh, da ging mir aber auch die Pumpe. So, da kann ich eigentlich gleich noch ein Medikit nehmen. Hier, so ein kleines, ne? Eine Spritze, genau. Piu. Gott, die bringen so wenig, das ist krass. War das im ersten Teil auch schon so wenig? Ein Schuss mit der Schrot. Nicht geil. So, tote Möbius-Operative, da drüben ist noch irgendwas. Gehen wir da jetzt hin. Habe ich die jetzt equipped? Jetzt habe ich sie equipped. Okay. Mal gucken, ob wir den anderen Stinker auch noch wegkriegen. So, ich gehe hier nochmal an der Klippe lang. Vielleicht liegt da ja noch irgendwas rum. Irgendwas zum Kaputthauen vielleicht. Oder so ein Ding hier. Genau, ein Schlüssel. Schlüssel. Wir können das Smart-Click-Plugin testen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist cool. Ich gucke trotzdem noch ein bisschen rum. Und dann will ich mal versuchen, den anderen Humpty-Dumpty wegzusnipen. Mit 3 Schuss, naja. Vielleicht bewaffne ich mich doch lieber bis an die Zähne, bis wir da hingehen. Da hinten dampft irgendwas, das sieht interessant aus. So, hier wollten wir eh noch hin, die Abtrünnigen. Na okay, ich heb mir das hier hinten dann mal lieber doch auf. Ich bin so unentschlossen gerade, ich bin sehr unentschlossen. Aber das ist auch diesem Open-World-Ding sie geschuldet, was sie hier draus gemacht haben, was ich sehr, sehr geil finde. Ja, hallo? Leise sein. Dieses Ding, das mich verfolgt, war das ein Geist? Es sah nicht aus wie die anderen. Was ist hier nur los? Ich halte es nicht aus. Ich... Psst. Ganz ruhig. Es darf mich nicht hören. Dieser Zug ist der einzige Weg raus aus Union. Leise sein. Ich find's geil, was Leute alles in ihre Walkie-Talkies sprechen. Ja. Was war das? Eine Hupe? Das war nur eine Autohupe, würde ich sagen. Ersatzteile, Ersatzteile, so ein Scheiß. Oh ja, ein Geist! Sieben Schuss mit der Sniper. Die lagen daneben. Die lagen direkt daneben. Die Sniper-Teile habe ich aufgehoben und ein paar Ersatzteile. Oh, vielleicht waren bei dem anderen Heini auch noch ein paar Magazine. Gehe ich jetzt erst einmal den Zug lang oder gehe ich zu dem hupenden Auto rüber? So viele Fragen. Hat das Leben einen Plan? Dieses Ding, was mich verfolgt. Das will ich natürlich unbedingt kennenlernen. Oh oh. Kriegst du das auf? Da drüben ist noch so ein Krabbelspasti. Hm. Ja, ja, ich weiß doch, dass hier was ist. Mensch, gehen wir nur auf den Senkel. Blödes Internet. Ja, ich weiß doch, dass hier was ist. Gehen wir nur auf den Senkel. Mach auf. So. Hier wächst doch eine Blume aus dem Arsch. Ich nehme die mal mit, sonst sieht das doof aus. Ja, Mensch, ich weiß doch, dass da was ist. Gehen wir nur auf den Senkel. Blödes Walkie-Talkie. Kann man hier drüber klettern? Oh, das sieht sehr nach Falle aus. Naja, was soll's. Ich
Ich muss es gerade mal ein bisschen genießen, dass das Spiel noch so entspannt ist. Gut, was heißt entspannt? Wir hatten gerade eben den übelsten Riesenspasti, der uns angekotzt hat und unser Stamina aufgefressen hat, wohlgemerkt. Das finde ich ja richtig kacke. Ich muss vielleicht doch mal ein paar Punkte in Stamina stecken. Shit. So, und hier hat die... Die Abtrünnig. Ja, ja, Mensch. Ja, da drinnen, ne? Es ist da drinnen. Okay. Was ist hier mit dem Auto verkehrt? Wer bist denn du? Du bist ja noch gar nicht mutiert. Wir geben mir mal die Pistole. Ich brauche das dringender als du, Kumpel. Ich glaube, du mutierst jetzt. Lass los, Alter. Was stimmt nicht mit dir? Ah ja. Ach. Ja, komm mal dran auf den Meter. Handfeuerwaffe mit Laseroptik. Geil, du hast den gerade so weggeschrotet, bückst dich nach der Waffe. Hm. Der bleibt drüben liegen. Guckt nochmal kurz hoch. Ist er jetzt fertig mit Lesen? Nee? Okay, ich bleib noch ein bisschen liegen. Ist sonst unfair. Sehr nettes Spiel. Das fällt mir jetzt erst auf. Beim ersten Evil Within war es ja so, dass das Spiel eigentlich nie pausiert hat. Egal, was du gemacht hast. Es lief vielleicht in Slow-Mo im Hintergrund weiter, aber es war nicht so wie hier, dass du sagst so, okay, ich nehme jetzt mal Zeit zum Lesen. Es war eigentlich immer unfair. Das Spiel war immer unfair, wo es auch nur sein konnte. Fosa, grüß dich. Einen schönen guten Abend. Ich calle es eine Falle. Called it, Vesturo. Du hast mir nur nachgeplappert. Lalala Luna ist wieder da. Hallo. Wisst ihr, was ich meine? Der erste Teil hat eigentlich nie pausiert. Der zweite macht das anscheinend gerne mal. Vielleicht haben sich da Leute beschwert. Aber das war eigentlich das, was ich am ersten Evil Within so geil fand, dass es halt so bockunfair war einfach. Ich habe überhaupt keine Munition. Das ist so scheiße. Können wir uns nicht ein paar Bolzen basteln oder so? Ich muss nochmal zur Werkbank hinter. Wir haben doch jetzt ein paar Teile gefunden. Weil wenn ich da jetzt reingehe, kommt doch garantiert wieder irgendein Mist. Oder ja, ich gucke. Nee, ich kann hier gar nicht rein. Habe ich es jetzt eigentlich gefunden? Nö. Nö, die Abtrünnigen sind hier immer noch irgendwo. Oh, ich könnte eigentlich schon wieder eine Spritze nehmen. Ich werde langsam zum Junkie, wenn das so weitergeht. Oder wir gehen nochmal ins Versteck und holen da einen Kaffee. Das wäre auch nicht verkehrt. Da liegt immer noch die Flasche. Komme ich hier irgendwie raus? Hallo? Ja, Mensch. Überall sind Quests. Meine Güte. Kann ich über das Auto klettern oder so? Da sind noch Kisten. Auch wieder nur Waffenteile. Ich meine, ich freue mich ja drüber, dass ich meine Waffen besser machen darf. Aber was bringen mir meine Waffen, wenn ich keine Munition zum Reinstecken habe? Reinstecken ist wichtig. Überall in der Welt wird reingesteckt. Nur bei mir nicht. Oh, ist hier vielleicht Hirn drin? Fuji! Fuji-san! Ist er da? Wir haben deinen Automaten gefunden. Ja, so hole ich mir auch immer mein Bier. Klappt es nochmal? Tatsache! Ist es geil. Klappt es nochmal? Gleich kommt ein Zombie raus. Wie? Sag mal! Das waren jetzt schon 900 Hirn? Ich bin verleitet, mit der Schrot drauf zu schießen. Komm, einfach nur noch. Sebastian, die Knöpfe sind rechts. Rechts sind die Knöpfe. Nee. Da ist auch zu. Ivi, was hast denn du da jetzt schon wieder falsch verstanden? Ach nee, Quatsch. Thosa meine ich. Thosa. Thosa hat was falsch verstanden. Thosa, ich meine doch Munition. Ich meine doch Munition ins Magazin rein. Das habe ich doch vorher extra so erklärt. Wie kann man mich da überhaupt noch falsch verstehen? Ihr macht das doch mit Absicht. Ich höre da schon wieder wen husten. Oh. Oh, warte, haben wir nicht den Stealth... Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Stealth-Kill haben oder nicht. Ich will es nicht drauf anlegen.
Also wer die synchronisiert hat, hatte seine helle Freude, glaube ich. Kann man hier die Tür aufmachen? Nein. Also ich muss da rein. Okay, wir haben keine Muni. Das heißt, ich muss da rein und ich muss den messern. Das heißt, ich muss reingehen, wenn er mich gerade nicht sieht. Und sobald er mich sieht, muss ich rausrennen, weil ich kann halt... Wo ist er denn jetzt? Links. Huch, da kommt schon die erste Ratte. Gut. Gut. Ich hätte auch gerne das Level up, dass wir... Oh, fuck. Oh, fuck. Tschüss, Jungs. Tschüss. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht wecken. Das ist jetzt kacke. Ich will mal was gucken. So, hier kommst du doch bestimmt nicht rauf, oder? Kommst du nicht, ne? Nee, 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 nee. Dumme Idee. Okay, erstmal eine Spritze nehmen. Ah, typisches Szenario aus der Zombie-Apokalypse. Du stehst irgendwo oben auf einem Container und denkst dir... Hui, 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 hui. Jungs, Jungs, ich hab doch keine Muni. Das ist jetzt kacke. Das gibt's doch nicht. Okay, ich bin ein Busch, ein freundlicher Busch. Bitte verprügelt nicht den freundlichen Busch. Alles ist gut. Wir müssen uns nicht streiten. Haut doch einfach ab, Jungs. Geht bitte weg. Ja, da ärgerst du dich. Ich weiß, ich weiß. Ich würde gerne mit dir spielen, aber ich habe leider keine Munition. Oh Mann, ey. Wie konnte das nur wieder so eskalieren? So. So, das Einzige, was ich noch habe, ist die scheiß Flaschen. Also entweder lerne ich jetzt mal schnell mit den scheiß Flaschen irgendwie so umzugehen, dass ich die so abgelenkt kriege, dass ich die dann immer messern kann. Aber ich kann mich da einfach nicht reinfühlen in dieses, ich werfe eine Flasche wohin und dann schleiche ich den hinterher-Feeling. Das geht nicht. Über den Zaun. Sebastian kann nicht über den Zaun springen, aber ich habe gerade gesehen, dass die Schleimer das können. Und das finde ich unfair. Ich wollte eigentlich schon hinten rum über eine Kiste, aber die hopsen halt einfach über den Zaun rüber, die Spastis. So. Okay, ich hock mich jetzt in den Busch. Werf eine Flasche hinter den Busch, hoff, dass die das im Zug hören, rauskommen und ich die... No, 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 no. There's no limit. Fuck it, ey. Hat er mich jetzt gesehen? Kann ich mich jetzt anschleichen? Oder auch nicht. Ich schleiche mich nicht an. Siehst du, das meine ich mit... Das ist irgendwie... Wirft er die denn jetzt hin? Das ist halt echt nicht mein Stil irgendwie. Wo wirft er die denn jetzt hin? Dahin. Kommt der jetzt? Nee, wir haben nur noch zwei Flaschen. Ich check das mit den Flaschen nicht, sorry. Das ist eine Art und Weise zu spielen, irgendwo einen Köder hinzuwerfen und den dann hinterher... Das widerspricht meinem kompletten... Spielstil einfach. Ich mag diese Flaschenscheiße nicht. So, wir können jetzt aber auch nicht einfach zurück in die Base gehen, weil das bringt uns eh nichts. Da liegt ja keine Munition für uns rum. Also wir müssen hier durchkrebsen, ob uns das gefällt oder nicht. Besturo, Alter. Alter Finne. Was haben wir denn hier? Ein Rohr. Ich hab so ein Rohr, ey. Scheiße. Und dann wird ein Haufen Getriebequatsch. Kann ich dir drüber hopsen? Nee. Und die machen da drin Bukake-Party, oder wie klingt das?
Mann, 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 ey. Bin ich gerade aufgezwiebelt. Timer, Junge, Timer. Stimmt, wir können mal ein Stöppchen machen. Aber ich will erst noch die zwei Spastis da wegkriegen. Wie lange geht die Folge schon wieder? 40 Minuten, das ist eine gute Länge für eine Folge. Wir könnten echt mal Stopp machen. Der hat mich schon wieder gesehen. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er? Hat er? Hat er nicht. Ich würde gern einen auf Krachbummente machen und damit der Schrot reinfahren. Rauchpulver. Es, was mich auch wiederum ankotzt, was an dem Teil ätzend ist, was ich auch irgendwie gut finde, prinzipiell jetzt mal so als Gedankenstütze. Ja, alles, was mich in dem Spiel ankotzt, finde ich gut, weil das Spiel ist dadurch gekennt. Das ist so ein bisschen wie Dark Souls. Ja, es ist halt einfach scheiße zu einem und unfair und das finde ich gut. So, und was mich jetzt hier ankotzt ist, du findest einfach keine Munition mehr. Du findest zwar Zutaten für Munition und kannst sie dir daraus basteln, aber das hilft dir in dem Moment, wie du es findest, halt einfach nicht weiter. Du musst halt erstmal dann irgendwohin wieder zurückrennen und dir die scheiß Muni dann selber bauen. Also, das hilft uns zwar irgendwie, dass ich jetzt hier Schießpulver gefunden habe, aber es hilft uns nicht wirklich, weil die Zombies kriege ich damit immer noch nicht weg. Sind das wirklich Zombies? Eigentlich, ich brauche dafür einen anderen Namen. Das sind ja nicht wirklich Untote. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Mysteriöse Maske. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es, in deinem Zimmer aufzubewahren. What the fuck? Wir haben Corvos Maske gefunden. Das ist jetzt bescheuert. Ey. Vielleicht, das ist ja toll. Hat sich das ganze Rumgekrebse am Ende der Welt doch noch gelohnt. Schön. Schön. Sind wir jetzt entehrt? Ja, sind wir jetzt ehrenlos entlassen? Mysteriöse Maske erhalten. Corvo war also auch hier. Corvo Atano. Sehr schön. Kriegen wir jetzt auch Superkräfte? Können wir uns jetzt auch teleportieren? Kommt jetzt der, wie heißt er? Der Darksider? Nee, der Daywalker? Nee, wie heißt er? Stimmt nicht der Daywalker, nein. Blade kommt nicht. Hallo? Wo kommst denn du her? Oh. Ich bin weg. Diese Munitionslosigkeit geht mir langsam auf die Nüsse. Was? Es hat sich in einen Schluck Wasser verwandelt. Nein, es ist Hirnpumpe. Gut, nehmen wir die Hirnpumpe auch noch mit. 4000 haben wir davon jetzt schon. Das ist ein guter Batzen. So, vielleicht ist hier mal noch irgendwo eine Axt oder so. Vielleicht ein Stückchen, ein Keks vielleicht. Hochwertige Waffenteile. Das ist geil. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserungen freizuschalten. Also damit können wir die nächste Stufe der Waffenverbesserungen freischalten. Ja, sowas wie... ja, Dildo-Aufsatz oder so. Dann wird die Pistole auch zum Nahkampfspezialisten. Also zumindest ist sie dann sehr speziell. So... einmal am Rand der Stadt lang gekrebst. So, mir reicht's. Ich stelle mich jetzt hier hinten an den Hänger ran. Und dann machen wir die Folge zu. Und gut ist. Wir genießen noch diese herrliche Aussicht. Läuft da drüben wer rum? Nee, das ist einfach nur eine Laterne. So. Ich mache jetzt hier Schluss. Fürs Erste. So, liebe YouTuber. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Es war mir ein Fest. Von vorne bis hinten. Total unfähig zu sein und keine Munition zu haben. Sandwirbel hat schon wieder einen Clip erstellt. Der Outsider hieß er. Danke, Silberdorn. Der Outsider war's. Aber Baume, Timer. Ja gut, Vesturo, ich mach Timer. Ich mach Schluss. Wie lang ist die Folge jetzt? Eine Dreiviertelstunde. Das ist eine gute Länge. Erinnert ihr euch noch an das Überraschungsei, was ich letztens ausgepackt hatte? Da war ja dieser Zauberer drin. Ne? Der Zauberer mit dem Pinsel auf dem Kopf, womit man dann irgendwie... malen kann oder so. Keine Ahnung, was die sich da gedacht haben, die Überraschungseierfinder, aber es ist total abgefahren. Ich habe mir noch ein Überraschungsei geholt und ich hatte es heimlich schon aufgemacht und wisst ihr, was drin war? Noch so ein Zauberer. Das ist das erste Mal,
in meinem ganzen Leben, dass ich aus einem Überraschungsei tatsächlich sowas wie ein Set kriege. So ein Quatsch. Es ist aber nicht der gleiche, ne? Es ist ein anderer, der hat einen anderen Bart. Und jetzt ist er runtergefallen. Und die gehen wahnsinnig schnell kaputt. Die sind mir schon so oft runtergefallen. Und ich finde auch keinen praktischen Nutzen in den Dingen. Aber die stehen jetzt halt hier rum. So. In der nächsten Folge. Was nehme ich mir für die nächste Folge vor? Wir haben ja noch die Sniper Rifle. Seit wir die gefunden haben, habe ich die nicht benutzt. Ich weiß, ich hätte damit jetzt einfach die zwei Zombies wegsnipern können, die da rumlaufen. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn und Zweck vom Sniper Rifle ist, die 0815 Standardgegner wegzukloppen. Ich versuche die lieber irgendwie rauszulocken und zu Stealth killen. Vielleicht haben wir da mehr von. Mal gucken. Und die Sniper Rifle hebe ich mir auf für den einen Wackelspasti, der da hinten noch rumrennt. Ja, der so Geräusche macht. Den will ich damit wegballern. Und ich hoffe, wir finden in der nächsten Folge sehr viel Munition. Das wäre sehr schön, das wünsche ich mir. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.